Damit willkommen zu Metro 2033. Wie immer, so wie auch schon im vorangegangenen Video in der Beschreibung, entschuldige ich mich dafür, dass man das Atmen hört, aber ich schwöre, dass ich mich noch darum kümmern werde. Ich werde es bestellen und zwar mache ich das wahrscheinlich noch heute und dann kommt es wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Also werden die nächsten Videos, die dann kommen, atemfrei. Gehen wir, Artyom. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Was haben Sie vor? Sie jagen und alle abknallen? Das ist nicht mal lustig. So läuft das, Bruder. Hallo, Artyom. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Niemand zu Hause! Keiner da! Die werden uns alle umbringen. Eieiei. Oh, mir fällt gerade auf, es ist ganz schön langsam, wie ich mich hier bewege. Kann ich mich hier nicht noch ein bisschen schneller bewegen? Gamma, was ist das? Achso, Helligkeitsregler. Nö. Ah ja. Empfindlichkeit. Voreinstellung 1, 2. Tja. Voreinstellung Empfindlichkeit. Ja, das ist schon nicht übel. Ja, das ist besser. Habt ihr meine Sergei gesehen? Hallo, Artyom. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Wir können nur noch. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Petro. Ah, du bist es. Keiner sagt es. Die wollen mir nichts sagen. Komm herein, Alex. Mein ich Bruder weiß nicht, ist was ich tun soll. Das war schon das dritte Mal. Ich habe zu viel Angst, um zu schlafen. Der Arzt hat nichts gesagt. Weiß jemand? Haben Sie? Wissen Sie, ob hat jemand irgendwelche Informationen? Na los, Artyom. Wie viele Verluste letzte Nacht? Hat es jemand gehört? Wer weiß. Die Leute wollen ihre Verwandten sehen. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt.
Später führt das zum Tod. Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr. Kann ich gut verstehen. Oh mein Gott. Hoffentlich bin ich eine Hilfe. Oh mein Gott, hier möchte ich ja garantiert nicht arbeiten. Okay. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Es ist Mutanten, klopfe nicht an! Öffne das verdammte Tor! Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen töten. Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell deine Waffe. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Werden wir sie abwehren. Es gibt bei Xbox 360 gab es eine Trophäe, dass man die nicht hier durch die Schächte kommen lässt. Das habe ich allerdings noch niemals geschafft. Das ist schneller durchgekommen. Shit. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren.
Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Wo sind die Leichen von den Viechern? Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Dafür werden sie auf jeden Fall bezahlen. Er war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Вот стоц перевертаться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертаться, кушает компот! Вот стоц перевертаться и мечтает снова! Вот стоц перевертаться, пережит налет! Tja, habt ihr diese aneinanderreihte Munition gesehen, die hier lag? Das ist die Währung hier im Spiel. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Ja, bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich bin ganz ehrlich, und das hat sich doch gelohnt. Hey, Artyom. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Verdammt, hältst du jemals deine Klappe? Die Frage, wer sich von wem fernhalten sollte, bleibt noch immer offen, weißt du? Tja. Keine Ahnung, was mit bei den beiden war. Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes?
Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Ist da ein Hoffnungsschimmer? Und da kommt der große Typ also rüber und sagt: Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal ausmecken. Sehr schön. Na, da kann man sehen, wo man lang muss. Ist im zweiten Teil sehr wichtig für Spinnfäden. Oh yeah. Überall Dreck. Nur Dreck. Leute sind Dreck. Wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter. Überall. Was? Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Naja, die sind ganz vertieft. Lol. Hab ich da gerade Munitionszeichen gehabt? Ja. Bist du das, Peter? Irgendwo. Für Munition? Hier bei dem Eintopf. Oder war das das Handzeichen? Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Das passt ja gut.